Was man echt sagen muss bei AJ, was ich nicht erwartet hätte. Oder der ist so bodenständig, ne? Ja, der ist bodenständig. So ein cooler Typ. Yo Leute, was geht ab? Bam Fresh wieder am Start. Ihr seht Leute, links, rechts, sehr stabile Jungs am Start. Und ihr habt es im Titel gelesen. Diese beiden Jungs waren schon bei Anthony Joshua auf ganz entspannt. Und ich freue mich gerade hier zu sitzen. Und ich denke mir so, ey, das ist auch mein Traum, irgendwann mal gegen AJ oder Wilder Sparring zu machen. Ihr wisst Bescheid auch, wenn man in die Fresse bekommt, man möchte einfach mit den Besten und vor allen Dingen auch Weltmeister, bekannte Leute, einfach in den Ring und zeigen, was man drauf hat, so, wisst ihr, wie ich meine? Und diese beiden Jungs, also Peter war vor Emmanuel in London und hat mit AJ Sparring gemacht. Ich habe auch zu Peter gesagt, ey, für mich ist es so, Digga, das ist heftig. Ich kenne niemanden, der wirklich mit Boxen durchgestartet hat, also hier jetzt Deutschland, und ist nach London und hat irgendwie mit dem Weltmeister, wisst ihr, ich meine, so Sparring gemacht. Der hat, Digga, was gehabt, Digga, mit durchgedreht, Digga, was gehabt? So ein Ding. Digga, an diesem Tisch wird nicht gelogen, Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, stellt euch mal so ein bisschen vor, so, damit die Leute wissen, wer ihr so seid, so, weißt du? Auf ganz entspannt. Ich kenne mal Peter, kann anfangen und dann Emmanuel, weil er war auch zuerst bei AJ. Mein Name, also, soll ich anfangen? Ja, ich hab doch gesagt, Mein Name, Peter Gadiro, 23 Jahre alt, aus Hamburg, Profiboxer, hab 10 Kämpfe jetzt, 10 gewonnen und ja, das große Ziel ist, Weltmeister zu werden. Genau, 10 gewonnen, also undefeated, ne, ihr wisst Bescheid. Und ja, mein Name ist Emmanuel Odiase, 22 Jahre alt. Bro, ich konnte deinen Namen nie aussprechen, Bro. Ich dachte Odiase. Einfach Odiase, Bruder. Wie? Odiase. Odiase. Du kannst aber auch Odiase sein, Bruder. Wie du Warum denn, Bruder? Sag doch bitte. Wie es dir besser gefällt, Bruder. Sag doch bitte. Odiase. Wie gefällt es dir besser, Bruder? Bruder, ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt richtig? Sag nochmal. Odiase. Gefällt mir, Bruder. Kannst Bruder, du sagen? Ich bin Emmanuel Odiase. Okay. 22 Jahre alt. Schon seit 2 Jahren in Hamburg. Bin auch wegen dem Boxen hierher gezogen. Und jetzt haben wir ein super Team hier. Ja, ich bin noch Amateurboxer. Dieses Jahr will ich den Schritt ins Profilager machen. Ich fühle mich schon bereit dazu. Ich war mit 2 Champions im Ring. Deontay Wilder. Achso, ja, stimmt. Mit Deontay Wilder warst du, ne? Letztes Jahr Deontay Wilder. Bomb Squad. Bomb Squad! Dieses Jahr Anthony Joshua. Also, ich habe schon gute Erfahrungen gemacht und ich fühle mich auf jeden Fall bereit, den Schritt Richtung Profi zu gehen. Baba, kannst du denn so auf den sagen, wie viele Kämpfe du im Amateurbereich schon bestritten hast auf den? Ja, das ist das Verrückte. Ich habe erst 13 Kämpfe gemacht als Amateur, was heutzutage eigentlich sehr wenig ist. Also 13 Kämpfe meinst du? Mhm. Okay. Peter zum Beispiel hat als Amateur über 70 Kämpfe gemacht. Ja, 75. Wie viel hast du? 75. Digga, 75. You know the vibes. Digga, 75 ja. Kämpfe, Digga, wow. Dazu muss ich sagen, er hat früher, als ich angefangen mit dem Boxen. Ja. Also, warte kurz, wann hast du angefangen nochmal? Ich habe angefangen, als ich 11 war. Und du? Ich habe angefangen, als ich 16 war. Aber guck mal, du musst überlegen, er hat sehr spät angefangen, er hat wenige Amateurkämpfe. Er war jetzt schon bei 2 Weltmeistern. Das ist schon krass. Ich war bei 2 Weltmeistern. Und er war jetzt schon bei Deontay Wilder und bei Anthony Joshua. Krass. Danke, Bruder. Also Leute, ne? Nicht, dass ihr... Warte, Bruder. Eine Sekunde, Bruder. Leute, nicht, dass ihr denkt, ey, wir haben einen gesmoked oder so. Leute, es ist gerade 0.20 Uhr, ja, und ich habe diese Jugend... Also ich habe die gezwungen, die hatten gar keinen Bock, ne? Jetzt im Ernst, Leute, die hatten gar keinen Bock auf die Scheiße. Die meinen so, Digga, Ben, dein Ernst, Digga, ich bin müde, hier und da, tralala. Aber richtig, Leute, Daumen nach oben auf jeden Fall. Ehrenhaft, dass die Jungs... trotzdem mit mir hier an dem Tisch sitzen und ein paar Fragen beantworten und deren Lifestyle oder Story erzählen. Morgen früh Training, gleich müssen wir schlafen. Aber genau. Und Leute, sehr, sehr wichtig, Leute, wir machen das hier auf ganz spontan. Wichtig wäre, wenn ihr die beiden einfach auf Instagram ein paar Fragen stellt und dann werden wir auf jeden Fall noch diesbezüglich darauf eingehen und euch die Fragen alle beantworten, weil jetzt gerade wollte ich nicht irgendwie so ein hingeklatschtes Video machen, weil das wäre nicht authentisch, das wäre Quatsch. Dann dachten wir einfach, wir machen ein Video, wo die sich so quasi halt vorstellen. Ich denke, wenn ihr ihn googelt, Peter googelt, werdet ihr sehr, sehr viel sehen, dass es nicht gelogen ist. Wie gesagt, an diesem Tisch wird nicht gelogen, ihr wisst Bescheid. Was soll ich zu sagen? Ja, nicht das zu sagen. Was ich sagen wollte, Peter hat mir Komplimente gemacht, dazu muss ich zurückgeben. Er ist 2014 Jugend-Olympiasieger geworden für Deutschland. Er hat diese Goldmedaille
Wo ist das? Hast du das hier irgendwo? Nee, ist bei meiner Mutter. Oh Mann, das ist ja so geil. Aber was hast du jetzt gerade hier, Bruder? Hast du deinen Gürtel? Nein. Warum, Bruder? Inspiration, Bruder. Wir gucken das drauf. Hast du nicht irgendwas, was du jetzt zeigen kannst? Irgendwie so Gold, was du jetzt nur kurz hier. Alles weg verstaut auf dir, weil du denkst, Einbrecher kommt auf dich. Bruder, für mich, das hat mir zu Hause nichts zu suchen, Digga. Ich kenne die alle, Digga. Ich kenne die Gym, ich bin motiviert und so. Ja, Spamba. Schießt, was ich meine? Es ist ein Traum jedes Amateurboxers, Bruder, eine Olympiamedaille zu gewinnen. Und er hat es geschafft. Und deshalb mein größter Respekt. Als ich angefangen habe mit Boxen, war Peter Kadiro schon immer so ein Name, wo man gehört hat im Schwergewicht. Ja. Und jetzt genau, das ist immer noch ein Name. Also ich sag ehrlich. Ich sage, er war immer ein Name und jetzt trainiere ich mit ihm zusammen. Also. Das ist krass. Also ich war auch in NRW und Leute reden auch die ganze Zeit über ihn, sagen immer, Peter Kadiro, kennst du. Also das ist echt heftig. An der Stelle, Leute, folgt den beiden. Auf jeden Fall, die trainieren jeden Tag. Also jetzt gerade, ich bin raus, meine Form ist tot. Ich rede nicht von mir, es geht auch gar nicht um mich jetzt hier. Auf jeden Fall, die beiden, echt heftig, was sie durchmachen. An alle Kampfsportleute da draußen, folgt diesen Jungs. Also ihr werdet das auf jeden Fall nicht bereuen. Ich bereue das auf jeden Fall nicht. Ab und zu, wenn ich Peter Story angucke und er macht Kreuzheben, ich denke mir so, scheiße, ich habe auch Bock. Und dann sehe ich ihn ja auch, er ist breiter geworden. Leute, guck mal hier, das ist nicht normal. So, die sind beide jünger als ich und guck mal, was die Mutanten. Bisschen chill, ja. Bisschen chill. Vor 2 Jahren, oder? Der war noch voll dünn. Der war dünn, ne? Als ich hier nach Hamburg gekommen bin, ich war gleiche Größe, also vielleicht ein paar Zentimeter kleiner, aber ich habe 100 Kilo gewogen. Wie viel wiegst du jetzt aktuell? Jetzt wiege ich 118. 118? Tschüss. Ja. Das Ding ist, Leute werden dir bestimmt schreiben, so, ey, kannst du mir gleich Tipps geben, wie man zunimmt? Weil viele schreiben mir auch immer so, ey, kannst du Tipps geben, wie kann ich meine Ernährung verbessern, bla bla bla. Mhm. Und so eine Sache, weißt du, dann kannst du den auf jeden Fall auf Instagram schreiben. Gerne, und gerne. Peter, wie viel wiegst du jetzt aktuell? Also nicht jetzt aktuell, du kannst auch sagen, oder also als du gekämpft hast. Diese Frage stellt man nicht, oder? Diese Frage stellt man ja. Nein, ich meine, auf den, wenn du kämpfen gehst, wie viel wiegst du denn? Ach so, wenn ich kämpfe, wiege ich so um die 108 Kilo. Oder wenn sein Manager das sieht. Ach, was für ein Manager, Bruder, das ist. Er wiegt 108. Also ich weiß jetzt nicht aktuell, wie viel ich wiege. Auf jeden Fall könnt ihr noch ein paar Sachen so erzählen, so über euch, so was sie wissen sollten. Und dann beenden wir einfach das Video, so weißt du, weil wir wollten das ja kurz halten. Normal. So, und das habt ihr euch vorgestellt. Ich finde das auch wichtig. Ich finde das auch richtig interessant, Leute. Ich will noch mehr über diese Jungs wissen. Die waren bei AJ, Leute. Ich habe gesehen, wie er hier Stories macht mit AJ. Gefühlt, als wenn die BF. Peter war jetzt schon das zweite Mal da. Was er auch mit AJ gemacht hat, das ist unglaublich, Leute. Er hat sogar Floyd gesehen, Leute. Er stand neben Floyd Mayweather. Ja, und ja, guckt auf jeden Fall auf Instagram. Er hat das Bild gepostet. Gibt es auch lustige Storys. Ja, Digga, er chillt neben Floyd. Leute, ihr wisst selber, Floyd Mayweather, Floyd Money May. Jeder Kampfsportler will ihn einmal getroffen haben. So wie McGregor auch. Natürlich haben die auch viele Haters, aber trotzdem. Weil wir die trotzdem getroffen haben und er war einfach, als AJ gekämpft hat sogar, wo warst du? Du warst in seiner Kabine, ne? Ich war in der Kabine, ich war direkt VIP, wo die ganzen von seinem Team standen. Heftig. Deswegen er hat ja auch mit ihm Sparring gemacht. Kannst du mal kurz erzählen, du warst ja, das war auch überall hier in den Zeitungen und so, als du in London warst, hat sich das ja überzogen. Eigentlich war geplant, dass du da 2 Wochen bleiben sollst, oder? Ja, eigentlich sollte ich nur 2 Wochen in England bleiben, aber dann sind dann 6 Wochen. 6 Wochen, Leute, Digga. Gegen wen hat er nochmal gekämpft da? Kulev, genau. Wo er auch gewonnen hat, ne? So diese ersten 2 Wochen, das ist immer bei denen so, die wollen halt immer gucken, ob du gut reinpasst. Ja. Und wenn du halt schlechte Sparring machst, dann schicken die dich schon wahrscheinlich nach einer Woche nach Hause. Tschüss. Und das heißt, dein Sparring war stabil? Und anscheinend war mein Sparring sehr gut, deswegen haben die mich jetzt auch noch wieder eingeladen. Und wie man weiß, ist halt der nächste Kampf gegen Tyson Fury. Wow. Und ich bin viel kleiner als Tyson Fury und er wollte mich trotzdem unbedingt im Camp haben. Deswegen habe ich mich schon geehrt gefühlt, weil anscheinend haben die halt gefeiert, was ich da gemacht habe. Ja. Du hast den Jab bestimmt, diesen... Steve Jab. Er ist ein technischer Kämpfer, Bruder. Aggressiv gewesen. Deswegen, und das wollen die halt haben, die wollen halt Leute, wo die Eier haben, so, die ihn auch halt so herausfordern. So, oder? Weil wenn er mit Leuten Sparring macht, die ihn nicht fordern, das braucht er nicht. Ja. Oder wir haben Stories gehört von dem Fahrer, der uns überall hingefahren hat und sich um uns gekümmert hat. Er sagt, er war ein Sparringspartner aus Spanien immer da. Er hat mit AJ Sparring gemacht, dann erste Runde, direkt seine Nase blutig, wurde gehauen von diesem Sparringspartner. Von AJ oder? Ja, AJ hat ihm die Nase blutig gehauen und danach in der Pause geht er zu diesem Typen, der uns überall hingefahren hat und sagt, ich kann's nicht glauben, ich mach mit AJ Sparring. Und seine Nase ist blutig und dies und das. Der Fahrer hat gesagt,
hat mir eine Stelle gegeben und gesagt, konzentrier dich mal, du machst dich sparring, weißt du? Ja. So im Ring, oder natürlich Respekt und alles ist da, das ist unsere Inspiration, wir haben ihn schon im Fernsehen früher gesehen. Ja, er ist ein Idol, ein Vorbild, aber wenn wir im Ring sind, es gibt keine Freunde. Da muss man halt Eier beweisen und viele haben halt dieses Problem, dass sie zu viel Respekt davor haben, von AJ. Oder ich weiß, was du meinst. Ja. Dieses auf, oh mein Gott, ich bin mit AJ, ich bin im Game. Die können das nicht auseinanderhalten auf dem, dann verkacken die, weil die so denken so, oh, und das Ding ist, und das Gute ja bei ihm ist, er ist jetzt schon das zweite Mal da, er kann das auseinanderhalten. Mhm. Er denkt nicht so, oh AJ, guck mal, was der für alle, Digga. Weißt du, ich meine, guck mal, wo er steht, guck mal, wie viele K.O.s er hat, er geht einfach an und sagt, Digga, du bist zwar gut, aber ich challenge dich heraus. Bei Fichter, was mir auch sehr gefällt, ist, er sieht sozusagen ihn jetzt nicht als Konkurrenten. Er sieht ihn nicht als Freund oder dies und das, er sieht ihn sogar als Konkurrenten. Er kann sich vorstellen, in ein paar Jahren gegen AJ zu kämpfen sogar. Bruder, aber. Ehrlich? Aber das Ding ist. Der ist auch ziemlich jung, deshalb. Ach, ich glaube, ich bin noch ziemlich jung, aber auf den, man guckt halt immer schon, was die so machen. Aber ich bin ehrlich, Digga, ich bin auch AJ-Fan, Digga. Ich feier den so heftig und für mich wäre das eine große Ehre, immer gegen den zu boxen. Verstehst du, ich meine? Aber. Oh, krass, man ey, weiß, also, ich dachte auf den, weil du bei ihm warst und ihr euch so gut versteht, würdest du niemals mit ihm irgendwie in den Ring steigen, so auf den und mit ihm kämpfen. Am liebsten würde ich auch eher gegen jemand anderen boxen, aber wenn ich dann so weit bin, wo ich sage, okay, ich bin so weit, ich kann jetzt um die Weltmeisterschaft boxen und der ist dann zu dem Zeitpunkt auch immer Weltmeister, dann wäre der halt jemand, der bei mir im Weg steht. Aber oder jetzt heutzutage, wenn ich jetzt an heute denke, der ist hier und ich bin hier, verstehst du, was ich meine? Der ist halt mehrere Level über mich und ich muss halt erst mehrere Jahre noch Erfahrung sammeln, mich als Person und alles weiterentwickeln, damit ich dann auch irgendwann gegen ihn boxen könnte, weil der ist, Bruder, der ist eine Maschine, der trainiert so hart, man muss erstmal dahin kommen, ne? Heftig, und sehr, sehr viel. Also heftig, dass der von sich aus sagt. Ich glaube, ich brauche halt mehrere Jahre wirklich, um dahin kommen zu können. Dieses so. Level. Heftig. Aber der Typ, Kampf ist auch nochmal was anderes als Spaß. Ich bin ehrlich, der Typ ist eine Maschine. Und dazu zu sagen, zum Beispiel AJ, als er gegen Klitschko gekämpft hat, 2017, ich glaube 2012 oder 2013, nachdem er Olympia gewonnen hat, war er im Camp bei Klitschko. Und das ist so, das könnte man vergleichen, also ich würde das jetzt nicht vergleichen, aber man könnte es so als Ähnlichkeit sehen. Ja. So, er war bei Klitschko, wo damals schon Champion war, im Camp, hat viel von ihm gelernt. Die haben sich bestimmt auch gut verstanden. 4 Jahre später kämpfen die dann um Weltmeisterschaftstitel. Heftig. Verstehst du? Ja, also alles möglich in Boxen, man weiß nicht. Natürlich alles möglich, Aber für mich natürlich auch sehr ungern gegen Elliot kämpfen zu wollen, dadurch, dass wir uns so gut verstehen. Aber man muss immer Freundschaft zwischen Job unterscheiden. Was man echt sagen muss bei AJ, was ich nicht erwartet hätte, oder der ist so bodenständig, ne? Der ist bodenständig. So ein cooler Typ. Ja, immer, wenn wir irgendwas gebraucht hatten oder sowas, aber immer da, ne? Der hat uns sofort besorgt oder so. Oder Stay Humble. Wir hätten immer nach Geld fragen müssen. Er sagt, komm, Tom. Oder er ist auf Snapchat mein bester Freund, Digga. Ehrlich jetzt. Wir sind auf Snapchat, das ist ja witzig. Ja. Ihr redet mich so auf, ne? Ihr chillt einfach mit AJ und so. Du hast mit Wilder Sparring gemacht und mit AJ Sparring gemacht. Das ist so dieses, man guckt diese Leute an, man denkt so, das ist unglaublich, die sind unerreichbar, ich mal so. Weißt du, Leute denken sich so, Digga, die sind auf anderen, weißt du, sind von anderen Planeten, Digga, die kann man nie erreichen. Und ihr seid einfach, Digga, da und trainiert mit denen, Digga. Ihr unterhaltet euch mit denen, das ist echt heftig, Digga. Oder das Verrückte dazu ist, ich habe damals, als ich angefangen habe im Boxen, habe ich einen Kampf von Deontay Wilder geguckt mit meinem Bruder zusammen. Und der sah einfach schon damals richtig verrückt aus. Er hat seinen Gegner sehr, sehr schlimm ausgenockt. Und 4 Jahre später, mein erster Boxkampf war 2016, mein erster Amateurkampf. 4 Jahre später bin ich mit Wilder im Ring, oder du glaubst mir nicht, was das für ein Gefühl war, wie nervös ich war. Ich habe ihn erstmal in so einem Fitnessstudio getroffen, wir haben ein bisschen geredet. Er hat mir gesagt, speak it, believe it, receive it. Er sagt das immer. Also für die deutschen Zuschauer, das heißt, wenn man etwas ausspricht und man daran glaubt, dann kann man das auch bekommen. Verstehst du? Und ja, Mann, ich habe an die Sachen geglaubt. Ich habe immer geglaubt, dass ich es schaffen kann, auch wenn ich Niederlagen hatte in meinem Leben. Und jetzt bin ich an diesem Punkt. Ich bin sehr zufrieden mit mir und es geht immer nur weiter nach vorne. Krass gesagt, Digga. Ja, krass. Also es war bei mir, wo ich AJ kennengelernt habe, das erste Mal, weil, müssen wir überlegen, das war so nach dem zweiten Ruiz-Kampf und so. Und da war zu der Zeit halt mega gehypt und alles drum und dran. Klitschko besiegt. Digga, dann gehst du da ins Camp? Ich bin voll aufgeregt, sehe ihn zum ersten Mal. Und für mich ist er Superstar, verstehst du, was ich meine? Natürlich. Der hat einen Superstar-Status und so und dann. Wie viele Follower hat er auf Insta? 12 Millionen. Digga, wow. Ja,
Ja, Digga, sag alles gut bei dir. Also er redet so, als wäre ich so sein Kollege und ja, so, ne? Heftig. Und kennst du, er hat mir dann so das Gefühl gegeben, dass dann alles entspannt ist. Mhm. Und so, ne? Dass man willkommen ist. Ja, dass man willkommen ist. Das Ding hier und dass ich mich nicht unwohl in seiner Nähe fühle. Weil zum Beispiel Floyd, er gibt dir das Gefühl, ey, ich bin rich, ich hab das Geld, Digga. Ich bin über dir, ja, 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 ja. Du bist nichts. Ich hab einen anderen Status, verstehst du, was ich meine? Also du kannst dich freuen, mit mir in einem Raum zu sein. Das merkst du vor, ohne dass er ausspricht, ne? Diese Energie gibt er dir einfach, ne? Und das ist schon krass. Und AJ ist so auf, ey, wir sind auf einer Ebene, ne? Wir sind cool, wir chillen. Ich feier ihn, Digga, ich hoffe, ich kann ihn auch irgendwann mal treffen, Digga. Das ist auch mein Traum, Digga. Ich schwör's dir. Oder vielleicht können wir ja mal FaceTime, wenn wir wieder ja, mal wenn ja, boah, Digga, das wäre heftig, wenn wir FaceTime. Schlacken. Das wäre richtig heftig. Ich hab das auch für meinen Bruder schon geklärt. Also wir haben über FaceTime geredet. Er hat sich auch die Zeit genommen, deshalb ich sag, er ist wirklich ein sehr, richtig sehr korrekt. Respekt. Mit Wilder war die Energie ein bisschen anders, ich muss dazu sagen. Wilder war zu mir auch sehr, sehr korrekt. Also ich kann nichts Negatives sagen. Aber die Energie im Camp mit AJ war einfach anders. Aber er gibt besser, das Gefühl, ne? Als ob du ein Kollege von ihm bist. Baba. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das findest du heutzutage nicht oft bei Champions, die so viel Geld verdienen wie er. Heftig. Also er sagt immer Stay Humble als Hashtag, aber er ist auch humble. Er ist bodenständig. Und Bruder, er hat auch sehr viel Geld verdient. Mhm. Er hat so viele Sponsoren. Heftig. Instagram macht er viel Geld. Mit seinen Boxkämpfen macht er viel Geld. Also es ist wirklich, er ist halt so eine Gelddruckmaschine. Mhm. Ne? Heftig. Und trotzdem ist er, ja, Gold-Esel sagt man immer so, ne? Trotzdem richtig cool drauf, Digga. Heftig. Ja, yeah. Und das Verrückte ist, Bruder, wenn ich dazu noch was sagen kann, er muss nicht so zu uns sein. Er muss kann auch zu uns scheiße sein. Er kann so boxen, sein Training machen und auf uns scheißen, sozusagen. Ja. Er kann uns als Schweinspartner benutzen, sozusagen, und muss nicht mit uns cool sein. Ja. Aber dadurch, dass er so cool mit uns ist, ja, oder respektiere ich ihn noch mehr. Immer nach dem Training so. Und so. Er sieht uns Früchte und so, er Bruder. Er isst halt sehr viel Obst und so. Immer noch, er hat so eine Tüte voll mit Obst. Er sagt, ey Jungs, wollt ihr Obst und sowas. Er hat uns auf sein Snapchat schon 4 oder 5 Mal gepostet, Bruder. Ja, ich fand den cool. Er gönnt, Bruder. Ich hab ja gesehen, hat dich auch auf Instagram repostet, ja, ne? Ja, dich auch auf repostet? Nein, Instagram noch nicht. Das war ein richtiger Camp, Bruder. Ja, da hat er dich repostet und das nicht nur einmal auf dir. Das ist anders, Bruder. Heftig. Wenn diese Instagram-Post kommt, Bruder, dann ist vorbei. Ja, boah, dann ist vorbei. Oder wenn du dich einmal auf Instagram postet, dann kommt bei mir direkt diese blaue Haken als erstes. Und Follower, Bruder. Das ist Follower, ist anders, ne? Okay, nice. Das ist heftig. Auf jeden Fall könnt ihr sagen, wann ihr, also wie lange seid ihr jetzt in Deutschland? Wann seid ihr wieder zurückgekommen und wie lange wart ihr da? Jetzt aktuell? Wir waren 2 Wochen in London. Davor, das Camp war ja in Sheffield. Sheffield ist, glaube ich, 2-3 Stunden von dem Dings hier. Die haben da so ein großes Boxcenter. Yeah. Und da machen die halt immer auch das Trainingslager. Das Camp in Sheffield ist auch einer der besten Gyms, wo ich wirklich jemals war. Und so, ne? Aber diesmal waren wir in London, in seinem Heimgym in Finchley. Ja, es war eine coole Atmosphäre. Alle waren entspannt, alle waren gut drauf. Du siehst an den Wänden, es sind nur Bilder von Boxern und alles. Muhammad Ali, Mike Tyson. Auch viele englische Boxer. Also, das ist so für die so auch Inspiration und sowas. Und dann trainierst du mit denen, machst du Sparring mit denen. Heftig. Ja, ja. Okay, Digga, Jungs, ich sehe auch, Peter ist todmüde. Ich bin auch selber jetzt müde. So. Was könnt ihr denn so mitgeben an die ganzen Boxer da draußen? So? Die Leute, die vielleicht denken, so in dem Fall, so du dachtest dir, Digga, du guckst dir Wilder auf einmal 4 Jahre später und guckst dir mal Sparring mit ihm. LJ, genau das gleiche, Bruder. 2017, LJ, ja. Ich war in England, ich kann mich erinnern, bei meinem Onkel. Ich hab den Kampf gegen Kitschko gesehen. AJ war schon immer Inspiration für mich, weil er kommt aus Nigeria wie mein Vater. Ich guck den Kampf mit Kitschko. Ich habe sogar einen Instagram-Post gemacht. Und das Verrückte ist, das werden wir nächstes Mal auch noch zeigen. Oder ich habe ihm damals 2020 einen Text auf Instagram geschrieben, wo ich geschrieben habe, ich habe das Gefühl, ich werde dich bald kennenlernen. Und dann ist das 6 Monate später passiert, Bruder. Also was ich den Leuten mit auf den Weg geben kann, ist nur, glaubt an euch selbst. Ihr alle da draußen, ihr müsst nicht Boxer sein, egal was ihr macht im Leben, glaubt an euch selbst und alles, was ihr euch als Ziel setzt, ihr könnt das erreichen, wenn ihr tief vom Herzen an euch selbst glaubt und hört nicht auf die anderen Leute, was sie sagen, weil es gibt immer Hater. Mir haben so viele Leute schon gesagt, du wirst nichts im Leben erreichen, du wirst nicht Boxer, guck mal, wie du aussiehst, skinny, wie ist das, guck mal, wo ich jetzt bin. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich bin auf einem guten Weg und deshalb glaubt an euch selbst, hört nicht auf andere Leute. Papa gesagt, jetzt du auch.
Und wenn du müde bist, du bist so müde. Peter hat gar keinen Bock auf die Scheiße. Er sagt die ganze Zeit so, ja, aber auf den. Motivation on both, Bruder. Auf jeden Fall. Wie Emanuel wirklich gesagt hat, glaubt an euch selbst. Sucht euch ein gutes Team. Habt gute Leute um euch rum. Zum Beispiel auch bei mir in meiner Instagram-Bio steht auch Bad Energy, stay far away. Weil wenn du mit Leuten bist, die dich einfach die schlechte Energie geben, dann wärst du auch nicht erfolgreich, du wärst dann depressiv, du wirst schlecht gelaunt sein, deswegen sucht euch ein gutes Team, versucht gute Leute um euch zu scharen, dann könnt ihr auch viel, viel schaffen und glaubt wirklich an eure Träume, wenn ihr euch was vornimmt, dann könnt ihr es auch schaffen, zum Beispiel auch bei meinen Boxkämpfen, ich glaube immer daran, dass ich der Gewinner sein werde, ich glaube immer daran, dass ich der Bessere bin, so gewinne ich auch meine Kämpfe und deswegen, und das macht nicht nur ich, das machen sehr, sehr viele Champions so. Und deswegen, glaubt an euch selbst, sucht euch ein gutes Team. Bad Energy, stay far away. Bad Energy, stay far away. Okay, Leute, dankeschön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wie gesagt, checkt die beiden ab. Das war für mich auch selber richtig fresh, hier zu sitzen und mit den Jungs nochmal richtig drüber zu reden, auch wenn ich schon vieles weiß. Trotzdem ist es nochmal fresh für mich, Digga, immer wieder die Sache anzuhören, weil es wird nie langweilig. Weil ihr wisst Bescheid, es geht hier um AJ. AJ ist aktuell der heftigste. Okay, Gypsy King ist noch einer, der jetzt gerade so Welle macht. So, aber beide kämpfen ja bald. Wenn er mit uns Sparring macht, dann wird er gewinnen, Bruder. So, und also wie gesagt, alle Fragen, was die jetzt nicht beantwortet haben oder wenn ihr irgendwie da sitzt und dachtet so, oh, ey, ich muss das und das wissen, das und das, schreibt auf jeden Fall bei auf Instagram und dann werden wir nochmal uns hier hinsetzen und an diesem Tisch wird nicht gelogen und dann werden wir über die Sache reden. Ich glaube, vielleicht haben die auch Schweigepflicht oder so. Vielleicht müssen also die ein paar Sachen an, genau, kommt ja drauf an. Genau, das wollen wir nochmal hier hinzufügen. Nicht, dass später heißt ihr, okay, an diesem Tisch wird nicht gelogen und auf einmal heißt es auf den. Also ich kann schon mal dazu sagen, Sparring-Infos, wie das Sparring gelaufen ist und so dies und das können wir nicht sagen. Aber ihr könnt sagen, was. Wir können sagen, oder das Sparring ist super gelaufen. Oder was. Ja, lass es aber, das können wir ja hassen. Das können wir nicht Video. Ich weiß, sie sollen die Fragen stellen, aber. Die so sagen, so, wo er euch getroffen hat, wo ihr dachte, oh mein Gott, ich fall gleich, dann sowas könnt ihr sagen. Sowas ist nicht passiert, aber genaue Infos zum Sparring sollten wir nicht darüber reden. Okay. Ja, das wäre, fand ich cool, das macht man nicht. Ja. Das wird verraten auf den. Ja, auf den macht man nicht. Das ist unter Boxern so, das ist die geheime Regel, egal was im Sparring passiert, okay. Das bleibt unter dem Boxer. Aber kann man das nicht als x-beliebige Person, jetzt abgesehen von seinem Namen, sprechen? Ja, Bruder, ich muss ja nicht genau sagen, wie er jetzt genau boxt, aber. Ja. Man kann vielleicht ein paar Sachen anschneiden, aber du musst halt auch aufpassen und so, weil die vertrauen uns da auch irgendwie. Ja, okay, verstehe ich. Deswegen. Also verstehe ich 100%, Digga. Aber deswegen schauen wir einfach mal, ja? Okay. Ja, Leute, auf jeden Fall bis hierhin. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Daumen nach oben, Glocke aktivieren und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir als nächstes dann hier machen sollen. Also deswegen solltet ihr eigentlich auf Instagram schreiben, Digga, was laber ich da? Ich bin auch müde. Und ansonsten würde ich mich verabschieden. Ich kann auch in die Kommentare schreiben, oder? Ja, aber ich finde auf Dings. Und du sagst uns, du schreibst uns dann die Frage. Nein, ich finde auf Instagram ist es viel, viel persönlicher, weil auf YouTube ist es so, dieses, weißt du, die sollen euch schreiben und dann sitzen wir hier und dann kann er sogar vielleicht die Fragen vorlesen, du die Fragen vorlesen und dann, weißt du, oder geht mir nicht das vor, das ist viel, viel, viel besser. Wir lesen dann die Fragen vor, was auf unserem Handy auf Instagram ist. Genau, ja. Und dann beantworten. Genau. So sieht's aus, Leute. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Peace out.